Herzlich willkommen zur Unisport-Lektion, Unisport-Basel-Lektion. Wir freuen uns, dass wir euch eine Stunde anbieten können. Leider können wir zurzeit nicht in die Halle mit euch unterrichten. Da bieten wir eine Stunde hier im Livestream oder im Stream an. Wir machen 45 Minuten, ungefähr 45 Minuten Yoga. Mein Name ist Viktor, ich bin normal an der im Unisport am Freitag, jetzt auf diesem Stream. Okay, lasst uns beginnen. Wir nehmen eine Matte, vielleicht habt ihr eine Matte zu Hause oder sonst eine Unterlage, die nicht rutschig ist. Geht auch ein Tuch oder so, Teppich, je nachdem, was ihr habt. Vielleicht ein Buch nehmen oder ein Block, wenn ihr etwas habt, oder ein Buch zum Unterstützen ist auch möglich. Dann beginnen wir. Versucht eine sitzende Position, so wie ich jetzt einzunehmen, im Schneidersitz. Wenn das geht, Bauchnabel einziehen, möglichst aufrechte Oberkörperhaltung. Wenn das zu viel ist, du kannst auch locker so sitzen. Ein Moment der Ruhe, so beginnt die Yogastunde. Wir schließen die Augen. Nehmen eine tiefe Einatmung über die Nase und Ausatmung auch über die Nase. Das Auge ist nach innen gerichtet, der Mund geschlossen, die Schultern locker, die Hände auf den Knien, Bauchnabel ein bisschen nach innen, oben gezogen, damit du eine gewisse kleine Bauchspannung hast, sanfte Bauchspannung. Über den Rücken ziehst du in die Länge nach oben mit dem Kopf zum Himmel. Die Sitzbeinhöcker verankern sich stärker im Boden. Der Atem beginnt zu fließen über die Nase. Einatmung gleich lang wie Ausatmung, gleichberechtigt die Einatmung wie die Ausatmung. Die Handfläche kannst du nach oben wenden. Die Schultern aus, weg voneinander, ausgedrehte Schulterköpfe. Dann hörst du vielleicht deinen Atem bei dir drinnen ganz sanft, wie er einströmt, ausströmt. Du beruhigst deine Gedanken, die Aufmerksamkeit dreht sich nach innen, die äußere Welt tropft ein wenig ab von dir. Die Gedanken werden weniger, sie beruhigen sich. Und dann bleib mal 10 Atemzüge sitzen in der Ruhe. Du spürst die Luft, die du einatmest, die über die Nasenflügel einströmt. Vielleicht ist die Luft kalt oder warm oder feucht oder trocken, angenehm oder unangenehm. Du hörst vielleicht Geräusche aus deinem Umfeld, vielleicht ist es ganz ruhig. Nimmst die Geräusche einen Moment wahr, ohne sie zu bewerten. Du notierst nur, dass du Geräusche hörst und gehst zum nächsten Geräusch. Und du bringst dann die Hände zusammen, die Handflächen vor das Herz, die Daumen am Brustbein, die Zeigefinger nach oben. Die Handflächen kannst du zusammenpressen. Bauchnabel nochmals ein bisschen einziehen und lang machen. Mach dich lang. Senk das Kinn mal ab zum Brustbein, dass du eine lange Halswirbelsäule erhältst. Dann atme wieder ein, heb den Kopf. Atme aus, lass die Arme zur Seite ziehen, öffne langsam die Augen. Stell die rechte Hand am Boden auf. Nimm den linken Arm über das Ohr und zieh in die Seite nach rechts. Vielleicht beugst du den Ellenbogen, gehst tief oder bleibst oben. Dreh aber dein Brustbein nicht nach unten, sondern versuch, das Brustbein nach oben zu wenden und unter dem Oberarm nach zum Himmel zu schauen. Wechsle die Seite, nimm die linken Finger am Boden, vielleicht beugst du den Ellenbogen, den rechten Arm über das Ohr, das Brustbein nach oben gedreht, aufgedreht. Achtung, die rechte Hüfte zieht am Boden, nicht auf die Seite mit der Hüfte, sondern beide Sitzbeinhöcker am Boden. Komm zurück zur Mitte. Mach dich rund,
Atme ein, streck dein Brustbein nach oben zur Decke und kreier Platz im Brustkorb. Ein Gefühl von Platz wollen wir. Nimm die Hände hinter dem Rücken zusammen, verschränk die Finger, streck den Brustkorb, streck die Schulterblätter zusammen, zieh die Schulterblätter zusammen, die Schulterblattspitzen zum Boden und löse die Position. Komm in den Vierfüßlerstand auf die Längsseite der Matte. Bring die Hände unter die Schulter, die Knie hüftbreit, die Füße gerade ausgestreckt. Lass den Kopf hängen und schieb die Lendenwirbel hoch nach oben. Atme ein, streck dich nach vorne aus, die Schultern weg von den Ohren und mach nochmals einen Katzenbund. Atme ein, wieder in die Streckung der Wirbelsäule, Kopf nach vorne, Gesäß nach hinten, Bauchnabel eingezogen und nochmals rund. Einatmen, in die Länge gezogen und ausatmen, nochmals rund. Gut, einatmen, komm in eine neutrale Position, in eine gerade Wirbelsäule. Deine Zeigefinger zeigen nach vorne, die Handinnenseite hat Gewicht, die Ellenbogeninnenseite schauen sich an, nicht nach vorne gedreht. Dann lass das Brustbein zur Matte, wie ein bisschen eine Kollabierung machen in die Schultern. Und dann füll dich wieder auf, stoß dich nach oben zwischen den Schultern. Nochmals kollabieren und wieder breit und nach oben gestoßen in der Schulterblätter. Nochmals, letztes Mal kollabieren. Und ausstrecken und bleib dort oben die ganze Stunde. Zehen aufstellen auf die Fußballen. Dann nimm die Knie mal weg vom Boden. Ja, mach dich nochmals rund hier. Die Bewegung wird kleiner. Mach dich nochmals lang hier. Mach dich nochmals rund. Beim Ausatmen und beim Einatmen lang. Das letzte Mal rund. Das letzte Mal lang. Stell die Knie zu Boden. Geh mal in die Kindsposition, in die Child's Pose. Kopf zum Boden oder Arme nach vorne oder Arme nach hinten. Sitzbeinhöcker auf den Fersen. Das ist die Ruheposition im Yoga, die kannst du immer einnehmen. Wir gehen hoch, wieder in den Vierfüßler. Im Vierfüßler stellen wir die Zehen auf, lösen die Knie weg vom Boden, schieben die Sitzbeinhöcker hinten zur Ferse und strecken die Beine aus in den ersten herabschauenden Hund. Ja, lass den Kopf hängen und geh in den herabschauenden Hund. Das ist wie ein Dreieck auf den Boden. Die Hände schulterbreit, die Füße hüftbreit. Die Beine können gebogen sein. Die Schulterblätter breit auseinander. Die Wade und die Ferse dehnt. Die Achillessehne dehnt, die Kniekehle, die Rückseite des Körpers dehnt. Knie ruhig ein wenig beugen, dann komm vorne in ein Brett. Füll auf zwischen den Schulterblättern. Geh nochmals zurück in den herabschauenden Hund. Wenn du Blocks zu Hause hast, kannst du auch mit Blocks stützen. Ist auch eine Möglichkeit im herabschauenden Hund. Ja, wenn du auf einer Matte bist, versuch den herabschauenden Hund auf dem Boden zu machen, auf der Matte. Ja, dann komm nach vorne in die Brettposition. Geh mal mit den Knien tief. Senk in eine Liegestützposition zu Boden an. Schambein am Boden, Schultern nach hinten, zieh die Kobra hoch. Geh zurück, stell die Sitzbeinhöcker hinten auf und geh zurück in den herabschauenden Hund. Schau zwischen die Hände, mach drei Schritte zwischen die Hände und senk vorne hinunter tief. Lass deinen Oberkörper hängen, lass den Blick zu den Knien gehen und kreier Platz für den Atem. Lass den Atem zu, dass der gut fließen kann, Einatmung, Ausatmen. Und der ganze Oberkörper hängt tief, der Nacken ist locker, der Kopf könnte Nein sagen, Bauchnabel ist ein wenig nach innen gezogen, Füße sind gut am Boden aufgestellt. Dann greifst du noch die beiden Ellenbogen und lass dich noch ein wenig tiefer senken. Lass gehen, Knie beugen, vorne absenken. Und dann löse langsam die Hände an die Oberschenkel, roll Wirbel für Wirbel hoch, bis du stehst. An der Matte
Richtest du die Füße hüftbreit ein. Atmest nochmals gut ein, Bauchnabel zieht immer ein und hoch. Bring beide Arme hoch über den Kopf. Senk mit dem Kopf Richtung Schienbein tief. Nimm die Fingerspitzen am Boden und lass das Brustbein halber Weg heben. Nasenspitz zurück, rechtes Bein, linkes Bein zurück. Herabschauender Hund. Einatmen nach vorne in die Brettposition. Ausatmen mit oder ohne Knie zu Boden gehen. Liegestützposition. Füße strecken, Cobra hochziehen. Schulterblätter weg. Nasenspitz zurück. Downward Facing Dog oder herabschauender Hund. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, vier. Und nochmals hinten hoch die Sitzbeinhöcke und Ferse zu Boden, fünf. Knie beugen, Blick zwischen die Hände laufen oder springen nach vorne. Kopf zum Schienbein. Einatmen, ganzer Weg hoch, Arme über den Seiten hoch. Ausatmen, Hände vors Herz, Arme ausstrecken. Einatmen, nochmals die gleichen Positionen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Oberkörper absenken. Einatmen, Affenposition lang. Ausatmen, rechts, links, zurücklaufen, das Brett. Zwischen den Schulterblättern auffüllen. Ausatmen, senk vorne mit oder ohne Knie tief. Streck die Füße, kleine Zehe zu Boden, Schulter weg von den Ohren, Cobra, Brustbein heben. Ausatmen, Downward Facing Dog oder unter den Füßen. Wir bleiben nochmals fünf. Einatmen, ausatmen, ein. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Knie beugen, Blick zwischen die Hände, laufen oder springen nach vorne, Oberkörper senken. Einatmen, ganzes Roll-up, Arme über den Kopf. Ausatmen, Hände vors Herz, Arme ausstrecken. Nimm die großen Zehen zusammen, beug die Knie tief, bis die Finger zum Boden. Die Knie sind über den großen Zehen, die Arme kommen hoch. Gut. Ausatmen, Hände kommen vors Herz. Wir sitzen noch ein wenig tiefer. Die Knie pressen wir zusammen. Wir gehen in einen Twist. Schau nach rechts. Der linke Ellenbogen geht aufs rechte Knie. Das Brustbein kommt mehr vors Herz. Der Oberkörper hebst du und schaust zur Decke. Sitz tief. Drei. Einatmen. Ausatmen. Noch ein wenig tiefer. Einatmen. Komm zurück in der Mitte, bring die Arme zur Mitte hoch. Geh auf die andere Seite. Sitz tief ab, einatmen, ausatmen. Bring das Brustbein vor die Daumen, zwei. Einatmen, ausatmen. Zurück zur Mitte, beide Arme heben, Beine durchstrecken, Hände vors Herz. Einatmen, beide Arme gehen über den Kopf. Ausatmen, Oberkörper senkt ab. Affenposition lang. Rechtes Bein, großer Ausfallschritt zurück. Rechte Arm am Boden, linke Arm hochziehen, Twist. Schulter weg von den Ohren, hinteres Bein stark, Fuß gerade. Schaff wieder ein bisschen Platz im Brustkorb. Senk beide Hände ab zur Innenseite der Matte, lauf zur Längskante der Matte. Mach das Brustbein lang nach vorne, Füße parallel absenken, Kopf zwischen das Knie. Hände nach hinten laufen, Oberschenkel anziehen, Füße in den Boden pressen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Hände nach vorne unter die Schulter, Oberkörper heben. Nach vorne, kurze Seite der Matte wenden, Hände am Boden, Downward Facing Dog, herabschauender Hund. Einatmen, vorne in die Stütze, Brettposition, hohe Liegestütze. Ausatmen, mit oder ohne Knie tief. Einatmen, Up Dog oder Cobra hoch. Ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein hinten hoch zur Decke. Linke Ferse geht tief, rechtes Bein hoch. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei.
Rechtes Bein beugen, links auf die Fußballe, Schritt nach vorne, beide Füße zusammen nach vorne, Oberkörper senken. Einatmen, ein Roll-up, ganzer Weg hoch, Hände über den Kopf. Ausatmen, Tadasana. Einatmen, beide Arme hoch. Ausatmen, Oberkörper absenken. Einatmen, Brustbein lang. Ausatmen, links ein Ausfallschritt zurück. Linke Hand am Boden, rechte Hand hochziehen zur Decke. Wenn es zu viel ist, kann die rechte Hand auch auf den Knie sein. Rechter Arm oben. Brustbein dreht, hinteres Bein voll durchgestreckt, stark. Schulter weg von den Ohren. 3, 2, 1. Beide Hände absenken. Jetzt Oberkörper heben. Oberkörper heben, beide Arme nach hinten. Das Knie schaut zum großen Zehen, das Schienbein ist senkrecht, hinteres Bein stark, einatmen, Oberkörper heben. Sehr schön. Geh nochmals in die Diagonale mit dem Oberkörper. Hier ist die Variante Arme nach hinten, wenn du mehr magst, Arme nach vorne. 3, wähle deine Variante, du kannst die Arme hinten oder vorne nehmen. 2, 1. Senk beide Hände ab, nein, die linke Hand ab, schwing die rechte Hand durch und schau nochmals nach oben. Sehr schön. Bring beide Hände zurück zum Boden. Mach den Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, komm nach vorne in die Brettposition. Geh im Brett tief. Atme ein mit gestreckten Füßen, Cobra hoch. Downward Facing Dog oder herabschauender Hund zurück. Sehr schön. Linkes Bein hinten hoch zur Decke. Rechte Ferse abgesenkt. Ja. Zieh das linke Bein hoch, senk die rechte Ferse. 3, Schultern weg von den Ohren. 2, 1. Links, Schritt nach vorne. Beide Hände heben. Hände vors Herz. Schritt schließen. Arme ausstrecken, Tadasana. Sehr schön. Nimm die Schulterblätter mal hoch und die Schultern hoch zu den Ohren. Schultern nach hinten, Schultern absenken. Einatmen, beide Arme ziehen hoch. Ausatmen, Oberkörper senkt ab. Brustbein lang, hochziehen. Gewicht in die Hände, Rück zurücklaufen, Downward Facing Dog. Rechtes Bein hinten hoch zur Decke. Rechtes Knie zum Nasenspitz bringen. Rechtes Bein wieder hinten hoch. Rechtes Knie an den rechten Ellenbogen bringen, rechtes Bein hinten hoch. Rechtes Knie nach vorne zum linken Naht, linken Ellenbogen hinten hoch. Rechter Fuß abstellen, wir gehen gleich auf die linke Seite. Linkes Bein hinten hoch. Linkes Knie zum Nasenspitz, Bein hinten hoch. Linkes Knie zum linken Ellenbogen, Bein hinten hoch. Linkes Knie zum rechten Ellenbogen, Bein hinten hoch. Achtung, linkes Bein vorne abgestellt. Ja, hintere Fersen abgedreht, hinterer Fuß abgedreht. Oberkörper heben, Hände an die Hüfte. Knie vorne beugen, Arme ausstrecken. Krieger 2. Sehr schön. Schultern nicht oben, Schultern weg. Blick zur linken Hand, tief gehen. Hände an die Hüfte, linkes Bein ausgestreckt, linke Zehen eindrehen. Rechter Fuß 90 Grad ausdrehen, Arme ausstrecken, rechtes Bein beugen. Versuch nicht nach vorne, versuch nicht nach hinten, sondern aufrecht. Brustbein lang, du kannst auch mal die Hände vors Herz nehmen. Noch ein wenig tiefer gehen, bis maximal 90 Grad beugen. Einatmen, strecken, Blick über die vorderen Finger. Und 3, einatmen, 2. Einatmen, ein. Beine an die Hüfte, Hände an die Hüfte, Beine ausstrecken, Fuß eindrehen, vorne absenken. Kopf hängen lassen, Arme nach hinten ziehen, Nacken locker, Oberschenkel stark, vorwärts beugen. 5. Lass dich einfach hängen. Zieh mit den Händen ein wenig nach hinten oder geh mit den Fingern zu der Achillessehne, zieh dich nach hinten. Mehrere Varianten möglich. 2, einatmen, aus.
Komm wieder an die Front, nach vorne, wie wir gestartet haben. Beide Hände unter die Schultern, downward facing, da. Komm nach vorne in die Brettposition. Senk mit oder ohne Knie tief zu Boden. Streck die Füße, kleine Zehe zu Boden, komm hoch in die Cobra. Komm in den herabschauenden Hund. Nimm das rechte Bein nach vorne. Zieh beide Arme hoch, die Hüfte zeigt nach vorne. Ja, beug hinten mal das Knie links. Streck hinten das Bein. Die Arme können oben sein, die Arme können vor dem Herz sein. Ein wenig einfacher, wenn du die Knie beugst. Strecken. Arme oben, ein wenig schwieriger, wenn du das Knie hinten beugst. Strecken. Gut, nochmals beugen. Hände vors Herz, Hände tief, downward facing dog. Linkes Bein, Schritt nach vorne. Arme nach hinten, Oberkörper heben. Gut, Knie hinten beugen. Knie hinten strecken. Immer hüftbreit, Knie hinten beugen. Knie hinten strecken. Knie hinten beugen. Knie hinten strecken. Gut, Arm nach hinten, Oberkörper nach vorne. Wenn du willst, Arme unten, Arme vorne. Drei. Einatmen, ausatmen. Zwei. Wenn du magst, Arme nach hinten. Bleib mit den Armen vielleicht nach vorne. Dann zieh noch ein wenig Länge in den Körper und hebe dich wieder. Bring die Hände vors Herz. Schieb das Gewicht nach vorne. Schließ den Schritt 10 zu 10. Atme aus. Schulterblätter absenken. Und gib dir 3-4 Atemzüge in der stehenden Position, in der Tadasana-Position. Bring das Bewusstsein wieder nach innen. Und dann gehen wir weiter. Öffne die Augen, bring beide Arme hoch. Senk die Hände zum Boden, Nasenspitz schieben. Brustbein lang machen, nach vorne. Ausatmen, rechts, links, zurücklaufen in den Hund. Einatmen, für nach vorne, Brett. Handgelenke sind unter der Schulter. Tief gehen, mit oder ohne Knie. Füße strecken, Cobra hoch. Ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein hinten hoch, rechtes Knie gebogen. Die Ferse am Gesäß, rechte Hüfte öffnen. Einatmen, ausatmen, ein. Das rechte Knie zieht hoch, rechte Hüfte über der linken. Einatmen, ausatmen, zwei. Bein strecken, Hüfte schließen, rechts der Schritt nach vorne. Einatmen, beide Arme hoch. Ausatmen, Arme nach hinten, Kopf nach vorne. Einatmen, Arme wieder hochnehmen. Ausatmen, Arme nach hinten. Linke Hand zu Boden, rechte Hand zur Decke, Twist. Einatmen, Achtung, versuch, die rechte Hand oben anzuschauen. Versuch, den Oberkörper langsam zu heben und in eine Stützposition zu kommen. Der hintere Arm kann hochgehen, kann tief gehen, kann hier auch stützen. Ja, dann hast du das rechte Bein vorne, den linken Arm vorne, die rechte Schulter hin. Ja, okay, beide Hände absenken. Rechter Fuß zurück, Hund. Herabschauender Hund. Einatmen nach vorne in die Brettposition. Tief gehen in die Brettposition zu Boden. Einatmen in die Cobra hoch. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Das linke Bein hinten hoch. Dann bist du nur auf 3 Punkte. Die Arme am Boden. Das linke Bein in die Luft gestreckt. Das rechte Bein zu Boden. Beugt das linke Knie, dass die Ferse zum Gesäß geht. Das linke Knie oben ist und die linke Hüfte über die rechte Hüfte dreht. Das gleiche, wie wir zuvor auf der rechten Seite gemacht haben. Streck das Bein wieder aus, schließ die Hüfte, mach links einen Schritt nach vorne. Zieh beide Arme hoch. Gut, nimm die Arme nach hinten. Einatmen, zieh beide Arme hoch. Nimm beide Arme nach hinten. Zieh beide Arme hoch. Sehr schön. Bring den rechten Arm zu Boden, bring den linken Arm in den Twist nach oben, schau zur linken Hand. Sehr schön. Greif unter den Kniekehlen die Ellenbogen
unter den Kniekehlen, unter der linken Kniekehle die Ellenbogen greifen. Einatmen, greift die Arme oben am Kopf. Ausatmen, greift die Ellenbogen unter der Kniekehle. Greift die Ellenbogen oben am Kopf. Greift die Ellenbogen nochmals unten an der Kniekehle. Und greift die Ellenbogen nochmals oben. Gut. Bring die Hände vors Herz. Bring die Hände zu Boden. Mach den Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, komm nach vorne in die Brettposition. Atme aus, senk tief in der Brettposition zu Boden mit oder ohne Knie. Atme ein, komm in die Cobra-Position. Atme aus, komm in den herabschauenden Hund. Atme ein, nimm nochmals das rechte Bein hinten hoch. Atme aus, mach rechts den Schritt nach vorne. Löse beide Arme, komm in den High Lunge. Öffne jetzt zur Seite, der rechte Arm geht nach vorne, der linke Fuß flach. Ja, rechter Arm vorne, linker Fuß hinten flach. Genau. 90 Grad geöffnet, der Fuß hinten, das heißt, die Fußspitze zeigt zum Längskantenmattenrand. Vorne, gerade Knie zum Fuß. Krieger 2. Ja. Die rechte Hand aufdrehen, den Oberarm nach oben geben. Gut. Bein strecken, das rechte Bein strecken, das linke Bein strecken. Nach vorne und nach oben liegen, beide Beine gestreckt, Oberschenkel angezogen, rechter Arm tief, linke Hand hoch in die Dreiecksposition. Und dann versuch das Brustbein nach oben zu drehen und im Dreieck stehen zu bleiben. Wenn du rausfällst, kommst du wieder rein. Ja, einatmen, ausatmen. Und vielleicht gehst du tief oder bist höher. Ja. Blick nach unten, einatmen, Oberkörper hoch. Ausatmen, Knie beugen nochmals. Einatmen, beide Hände zu Boden drehen. Herabschauender Hund. Nach vorne in die Brettposition. Tief gehen in die Brettposition zu Boden. Einatmen, in die Cobra-Position hochgehen. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Linkes Bein einatmen, hinten hoch, links Schritt nach vorne zur linken Hand. Rechter Fuß flach, Ferse am Boden, rechter Arm hochdrehen, Krieger 2. Knie beugen. Ja, vielleicht vergrößerst du den Abstand oder verkleinerst ihn. Versuch nicht oben rund zu werden, sondern mach dich lang. Zieh den Bauchnabel ein, Kontrolle im Bauch und geh tief. Streck die linke Hand, streck die rechte Hand oder bleib unten. Ja, schließ die Finger, gib Zug mit den Fingern. Die Schultern ist nicht hier oben, sondern die Schulter ist unten. Beide Arme gestreckt, linke Finger anschauen. Bein strecken vorn oder gebogen lassen. Linker Arm hochziehen. Ja, kannst das Knie auch gebogen im Reverse Warrior. Dann alle Beine links gestreckt, Oberschenkel stark, linke Hand aufs Knie oder tiefer, Oberkörper nach oben gedreht, lang bleiben, absenken. Rechte Hand tief, linke Hand hoch oder am Körper. Ja, Brustbein gedreht, einatmen, ausatmen. Blick zu Boden, hochkommen. Wenn du auseinanderrutschst, kannst du den Schritt auch kleiner machen. Oberschenkel anziehen und nach vorne gehen. Ja, die Hände können oben sein. Wichtig ist, dass der Oberkörper nicht rund wird, zusammenfällt, sondern lang ist. Ja, dann richte dich wieder auf. Beug das Knie. Bring beide Hände zurück am Boden. Geh zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, komm hoch in die Brettposition nach vorne. Senk ganz tief mit oder ohne Knie. Cobra, hoch, einatmen, ausatmen, herabschauender Hund. Ja, gut, bleib im herabschauenden Hund, 4, 5 Atemzüge. Ich wende mich auf der Matte, damit ich besser zur Front bin. Vom herabschauenden Hund, nimm das rechte Bein hinten hoch zur Decke. Mach den Schritt nach vorne, rechts. Rechtes Bein vorne, linkes Bein hinten. Komm mit beiden Armen über den Kopf.
Ja. Geh mit dem Oberkörper nach vorne, mit den Armen nach hinten. Dreh nochmals auf in den Krieger 2. Sehr schön. Komm mit dem rechten Arm nach vorne. Entweder den Ellenbogen auf das Knie, die Hand am Boden. Die Hand am Boden. Linke Arm zur Decke. Hüfte unter Körper. Linker Arm parallel über das Ohr strecken. Lang machen. Rechtes Knie an der Schulter rechts. Und dann schau zum Fingerspitzen und mach dich lang. 3, 2, 1. Bring beide Hände zu Boden. Stell hinten die Zehen auf. Nimm den rechten Arm, streck ihn in die andere Richtung nach oben. Gut. Komm, greif die Ellenbogen unter den Kniekehlen. Atme ein, greif die Ellenbogen oben. Atme aus, greif die Ellenbogen unter den Kniekehlen. Atme ein, greif die Ellenbogen oben. Ausatmen, greif unten. Lass die Hände zu Boden unter der Schulter. Downward Facing Dog, unter nach unten schaut. Vorne in die Brettposition. Tief gehen in die Brettposition mit oder ohne Knie. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauen, down. Linkes Bein hinten hoch. Links der Schritt nach vorne. Beide Arme heben. Gut. Beide Arme auf die Rückseite nach hinten ziehen. Öffnen, hinten den Fuß abdrehen. Krieger 2 mit dem linken Bein nach vorne. Gut. Ellenbogen beugen, Variante Option 1, Knie auf dem Ellenbogen, Ellenbogen auf dem Knie. Oberkörper nicht nach unten gedreht, sondern wir wollen nach oben drehen, Platz schaffen. Oder die Variante tief, rechter Arm übers Ohr oder rechter Arm aufgestützt. Oder rechter Arm nach oben. Einatmen, ausatmen. Variante tief, mit den Händen am Boden, Variante Ellenbogen oben. Wichtig, dass du mehr nach oben schauen kannst als nach unten. Die linke Hüfte gut unter den Körper ziehen, Füße am Boden verankern. Ja, Blick am Boden, beide Hände zu Boden, herabschauender Hund, vorderer Fuß zurück. Sehr gut, nach vorne in die Brettposition. Ja, nimm die Hände unter die Schulter. Achtung, das linke Bein zur Luft. Der rechte Arm nach vorne ausgestreckt. Vielleicht Fingerspitzen aufgestellt in den Fingern oder hochgezogen. Absenken. Du kannst auch auf den Knien machen. Anderer rechtes Bein, linker Arm oder vielleicht aufgestützt. Je nachdem. Vielleicht geht die ganze Variante, vielleicht aufgestützt. Und beide Hände zu Boden, Knie zu Boden, zurück in die Kindsposition, in die Child's Position. Ferse absenken, auf das Gesäß absenken, auf die Ferse, tief gehen und einen Moment durchatmen. Aufmerksamkeit wieder nach innen bringen, zum Körper. Und diesen Moment von Pause, oder du kannst die Pause auch im herabschauenden Hund machen. Beides ist möglich. Dann lösen wir. Komm hoch vom von der Kindsposition in den Vierfüßler. Streck das Recht in den Vierfüßler. Ja, da hast du die Hände unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte, das rechte Bein hinten hinein. Einatmen, Knie beugen, Schritt zur rechten Hand. Oberkörper aufrichten, Arme nach oben. Finger gehen vors Herz. Ja, Finger gehen vors Herz. Jetzt schau zur rechten Schulter. Bring den linken Ellenbogen, auf das rechte Knie. Press die Hände zusammen, heb den Oberkörper und geh in die Twist-Bewegung. Gleichzeitig kommt die linke Hüfte, schiebt mehr und mehr zurück. Die linke Hüfte schiebt mehr und mehr zurück. Bleib so, ich drehe mich kurz. Ja, und press die Finger ruhig zusammen und komm von hier unten nach hier oben. Ups, hier oben. Ja, die Hände wollen wir nicht bei den Ohren, sondern die Finger wollen wir beim Herz. Ja, und wenn du hinten den Fuß aufstellst, dann gibt es die Option, dass du das Bein hebst. 3, den Arm kannst du heben oder zusammenbleiben. Beide Arme kannst du strecken oder zusammenbleiben. 2, 1, sehr gut.
Beide Finger gehen zurück zum Boden. Downward Facing Dog. Nach vorne kommen. Knie zu Boden. Runder Rücken machen. Katzenbuckel. Einatmen, langer Rücken nach vorne. Nochmal das letzte Mal rund. Einatmen, neutrale Position. Linkes Bein nach hinten. Ja, links, Schritt nach vorne zur linken Hand. Einatmen, beide Arme hoch. Hände vors Herz. Wir gehen wieder in die Drehung. Finger zusammen, Bauchnabel eingezogen. Lang im Oberkörper, leicht nach vorne gedreht und in den Twist nach links. Einatmen, ausatmen, eins. Ich drehe mich wieder, damit ich dich sehe, dass ich es sehen kann. Von unten nach oben. Einatmen, ausatmen, zwei. Hinten Fußballe aufstellen, Bein durchstrecken, Arme strecken, einatmen. Wenn du möchtest, hinten unten durchreichen. Beide Hände zusammen. Achtung auf die Schulter, sonst Hände hier. Wir bleiben noch. Einer. Halt noch durch. Zwei. Sehr schön. Arme zu Boden. Herabschauender Hund zurück. Downward Facing Dog. Einatmen nach vorne ins Brett. Ausatmen, Knie zu Boden. Absenken. Füße strecken, Cobra hoch. Ausatmen, herabschauender Hund. Rechtes Bein hinten hoch. Rechtes Bein hoch. Rechts Schritt zur rechten Hand. Beide Arme hoch, wie wir es schon gemacht haben. Beide Arme nach hinten, wie wir es schon gemacht haben. Aufdrehen in den Krieger 2. Linker Fuß abgeflacht, Fußsohle am Boden. In den umgekehrten Krieger. Sehr schön. In den Krieger 2 zurück. Einatmen, in die beiden Beine gestreckt. Ausatmen, Hände an die Hüfte. Rechts Fuß eindrehen. Hinter dem Rücken die Arme zusammen, die Finger zusammen. Handflächen zusammen, Schulterblätter zusammen. Vorne tief gehen, mit dem Oberkörper absenken. Arme über den Körper oder Arme an der Hüfte aufgestellt. Einatmen, ausatmen. Press die Füße in den Boden, heb den Oberschenkel nach oben und lass den Oberkörper vorne senken. Einatmen, aus. Einatmen, Kopf hängen lassen. Also. Und dann dreh dich langsam wieder hoch zur Standposition. Ja, nimm die Hände an die Hüfte. Dreh die Füße nach, die Fersen nach innen. Beug die Knie. Bring die Hände vors Herz. Ja, und die Knie zeigen zur großen Zehe. Und dann geh mal tief hier. Versuch hoch und tief zu gehen. Hoch, ohne Druck auf den Knien, tief. Hoch und tief. Okay, wir sind tief. Komm auf die Fußballe. Senk die Fußballe ab. Komm auf die Fußballe. Senk ab. Fußballe. Absenk. Gut. Noch ein wenig tief. Arme zur Seite. Ja, nimm die Arme Richtung hinten. Versuch den Oberkörper nach vorne zu bringen, Bauchnabel einziehen, Rippenbogen schließen. Versuch, Licht Richtung vorne zu kommen. Einatmen, nochmals hoch, Hände vors Herz. Entlasten ein wenig. Gut, oder du bleibst in der Position. Knie beugen. Gut, bring die Unterarme vor dein Herz zusammen. Wir sitzen noch tiefer. Ja, nimm mal die großen Zehen und alle fünf, Zehen, rechts fünf, links fünf, weg vom Boden. Fächer die Zehe aus, bring sie zu Boden. Öffne die Oberarme. Schließe. Öffne. Schließe. Öffne. Schließe. Ja, nochmals tief. Einmal öffnen, einmal schließen. Bein leicht strecken, entlasten. Knie nochmals beugen. Hände ins Gewicht, Gewicht in die Hände und die Arme nehmen. Rechte Schulter geht zum linken Knie oder umgekehrt. Und zurückkommen. Eine Schulter zum gegenüberliegenden Knie. Zurück zur Mitte. Also. Ja, zurück. Also. Gut. Heb den Oberkörper, dreh die Füße ein und komm wieder an die kurze Seite der Matte.
Füße hüftbreit aufgestellt. Gerade Füße, nicht ausgedreht, nicht ausgedreht oder eingedreht, ganz gerade Füße. Oberkörper eingezogen, hochkommen auf die Fußballen. Bauchnabel eingezogen, Schulterblätter tief, beide Arme hoch. Ja, beide Arme absenken. Alles auf den Fußballen. Beide Arme hoch. Beide Arme absenken. Gut. Dann versuch gleich Füße am Boden, Knie zu beugen, Arme nach vorne, Knie auseinander, hinten abzusitzen. Ja, und sonst nimmst du die Arme und stützt, hey, auch kein Problem. Mach das Brustbein lang, heb die Unterschenkel hoch. Ja, dann roll, mach einen runden Rücken, roll Wirbel für Wirbel tief, streck die Beine zur Decke, lass den Rücken am Boden. Streck die Finger nach oben, Handflächen zusammen, flex die Füße. Und komm hoch, du willst mit den Fingerspitzen die Zehenspitzen berühren und heb dich. Der Rücken ist am Boden, nicht die Füße kommen hinunter, der Oberkörper kommt hoch und tief. Nochmals hoch und tief. Hoch und tief. Wir machen noch drei. Hoch und tief. Zwei und tief. Letzter, hoch und tief. Bring die Hände vors Herz, beug die Knie. Jetzt ist dein Unterrücken am Boden. Ja, die Füße zusammen. Heb den Oberkörper leicht und geh den Oberkörper nach unten. Heb den Oberkörper und geh nach unten. Heb den Oberkörper und geh nach unten. Streck mal, wenn du hebst, das rechte Bein und hinunter. Wenn du hebst, das linke Bein strecken und hinunter. Rechtes Bein und heben hinunter. Und die Schulterblattspitzen berühren den Boden nicht mehr. Ja, eins rechts, eins links. Kniekehle greifen, Oberkörper noch aktiv lassen. Lass den Oberkörper nach oben. Nacken locker lassen. Ja. Stütz den Nacken mit den Händen, dann kann er entspannen. Okay. Streck die Beine. Nimm die Beine leicht nach rechts, du bist so diagonal mit den Füßen. Ja. Ja, dann mach hier mal ein bisschen kleine Kreise. Der Rücken ist am Boden, mehr auf der rechten Seite, sieht man's? Ja. Ich bin nicht in der Mitte, sondern ich bin rechts. Ja, mach da Kreis. Dann geh zur Mitte mit den Füßen und nach links. Mach hier drei Kreise auf die eine Seite. Und Kreisrichtung wenden auf die andere Seite. Ja, drei. Zwei, lösen, Knie halten, absenken, Füße zu Boden, Arme zur Seite, Knie zur Seite, Augen schließen. Einatmen, ausatmen, schwer werden. Einatmen, ausatmen, Shavasana-Position. Vielleicht ein wenig ins Schwitzen gekommen, der Körper ist warm geworden. Jetzt ist die Zeit, zum abzuschließen und den Körper abzukühlen, locker zu lassen. Du kannst in dieser Position mit Knien voneinander wegbleiben oder du streckst langsam die Knie zusammen, streckst das rechte Bein aus, das linke Bein aus. Atmest ein, Schulterblätter gut platzieren, ausatmen und lässt alles los. Gehst in die Shavasana-Position, lässt den Atem beruhigen, gehst in eine so meditative Entspannung, in eine ganz natürliche Entspannung. Lässt den Verstand ein wenig gehen, ein wenig loslassen. Versuch gar nicht zu überlegen oder zu planen, sondern nimm nur den höchstens den Atem wahr oder versuch gar nichts zu studieren, zu denken. Lass den Körper schwer werden. Du spürst die Matte unter dem Körper oder den Boden, die Erde unter dem Körper, die dir Halt gibt. Und du spürst die Luft an der Vorderseite des Körpers, die da durchströmt. Und mehr brauchst du gar nicht zu machen.
bleibst eine Minute so liegen. Lässt den Verstand ziehen. Und den Körper abkühlen. Wenn es für dich ein angenehmes Gefühl ist, kannst du auch in dieser Shavasana liegenden Position weiterhin bleiben. Und sonst komm mit mir und mit uns, stell das rechte Bein langsam hinein und auf. Nimm das linke Bein dazu, stell den Fuß auch auf. Dreh nach rechts oder links in eine Seitenlage ab, dass der Kopf auf dem Oberarm ist. Und dann press die Hand vor dem Herz zu Boden und richte dich nochmals auf in die sitzende Position. Nimm vielleicht wieder dein Kissen oder einen Block, sitz in die kreuzte Beineposition. Und um die Klasse abzuschließen, sammeln wir uns nochmals in einem wacheren Zustand als das Shavasana zuvor. Mach den Rücken rund, lass die Schulter hängen, lass den Kopf hängen. Und dann die Sitzbeinhöcker zu Boden pressen, Wirbel für Wirbel aufeinander stellen. Die Länge, an der wir gearbeitet haben, sollte jetzt zum Tragen kommen. Nimm die Arme zur Seite, bring die Arme über den Kopf, schau nach oben, bring die Hände vor die Stirne. Bring die Hände vor den Mund und bring die Finger vor das Herz. Schau einmal zu deinem Herzen, beug deinen Kopf und heb dich wieder aufrecht. Öffne die Augen, lass die Hände gehen und ich hoffe, dir hat die Stunde gut getan. Vom Unisport und einer unserer ersten Stunden, die wir live für euch parat stellen, bereitstellen. Hat mich sehr gefreut und wir hoffen natürlich auch wieder bis bald in der Halle, wo wir dann wieder 1:1 unterrichten können. Aber in dieser Zeit ist das die Variante. Ich wünsche allen einen guten Tag, viel Spaß und genießt die Sonne. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Wiederschauen. Merci.